Steingerippe oder was? Genau. So, wo mache ich den Zuckerrohr? Verdammte Neugier, echt. Oh, das ist so ein richtig schön totes Biom. Aha. Ich wollte doch Dings haben, Pilze. Pilze? Ja, ich hab doch Pilze gesucht eigentlich. Aber du findest nichts. Was hast du jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich finde es schon mal toll. Es ist ein Gebäude. Das erkenne ich schon mal. Ich muss mich ja umdrehen, das ist der Weh. Mir nicht? Hier. Ah. Irgend so ein Sandgebäude. Das kann auch einfach nur ein Aussichtsturm sein. Ja, Pech. Ich komm gar nicht durch. Aua. Gib mir die Wolle. Was treibst du da? Ah ja, ich komm nicht durch. Na ja, gut, dann muss ich in deine Aufnahme gucken. So. Einfach hoch. Sand. Aber da ist sonst gar nichts. Wie gemein. Sandeimer. Menno. Ohr hab ich. Einfach nur eine Finte. Nur eine Finte. Tief. Ah! Aber da habe ich dann auch etwas, das wirklich toll ist. Ein Tempel. Ja, yep. Mal gucken, vielleicht finden sie was Gescheites da drin. Ich habe nichts mehr zum Essen. Okay, ich kann ein paar Bärchen mampfen. Da ist ein Tempel, da muss ich rein. Und dann muss ich zurück. Ich sag zwar alle paar Minuten. Ich muss ja, gucken, das sagst du alle paar Minuten, ja. Wirklich. Ah. Schwert bitte. Danke. Hast du ein Monster gesehen? Oh, wo ist denn jetzt der Weg für runter? Ach, da. So. In den Tempels war ja nichts gespawnt, ne? So viel ich noch weiß. Kann ich bitte die da bekommen? Das steht da nach da, die da nach da, die da nach da, da danach da, immer noch und da da da. Weil ich muss mich ja mit dem Zeug wieder hochstecken. Ja, das muss. Oh, ich hoffe, dass da nur Essen drin ist, ey. Zum Not musst du Zombiefleisch essen. Davon habe ich dann jede Menge. Ja. In der Kiste Knochen und du musst gleich wieder pennen. Ich weiß, aber ich will dann noch nicht um 7 schlafen gehen. Ich sag nur gleich, ich sei nicht sofort. Ja. Na super. Was denn? Wir haben mittlerweile dann 3 Sättel. Okay. Die Kisten sind zu 99% einfach nur Mist. Na, Sättel ist nicht verkehrt, weil wir sind ja auf einer Farm. Pferde sind schon ganz praktisch. Oder nicht? Ich nehme das TNT noch mit. Das ist etwas. Das muss ich schon. Aha, muss ich schon wieder gießen. Aha. Ja, schon wieder alleine. Genau. In dem Tempelstrümmer habe ich die Druckplatte jetzt auf die Mitte von dem Symbol gelegt. Das weißt, aha, da war schon jemand. Ich denke mal, das ist eine Idee, oder? Jetzt suche ich aber meinen Ausgang. Und vor draußen ist irgendwo ein Skelett schön verbrannt. Kartoffeln sind drei. Oh. Ah, diese Sucht, immer alles gucken. Und da hinten ist ja roter Sand. Verdammt, ich muss doch eigentlich drehen. Aber roter Sand.
Aber den kann ich jetzt nicht erstmal alles. Aua! Mhm. Ah. Diese kleinen Mini-Kakteen. Ja, wenn wir mal gucken, dass wir ein bisschen mehr Leben haben, ist das so. Jetzt komme ich doch lieber mal nach Hause, weil das ist sinniger. Gießen. Glaube ich, ja, ich war aber sicher. Nicht fallen. Tief, tief. Ja, nicht fallen. Okay. Das ist schon. Ja, wie weit ist denn weg eigentlich? Och, noch 350. Und lass mich sofort wieder ablenken. Ah, ja. Ich sehe da wieder, ja. Die Lampen. Es könnten aber auch die Lampen sein von unserem Eck. Was ich mal schätze, ja, das ist auch so. Keine Ahnung. Oh, natürlich gerade wieder das Sprießt Efeu. Ja, dann habe ich jetzt nur noch 3 Herzen, dann ist es halt so. Was machen? Nicht in Efeu treten. Toll, das siehst mich immer. Scheiße Zeug. Ah, ich weiß. Ich weiß es doch. Ein Schwein auf dem Laternenpfahl. Also ein aufgespießtes. Nein, es steht oben drauf. Das ist doch nicht aufgespießt. Nein. Es wurde nicht gefuttert. In dem Sinne. Ich hab die Himis fertig. Komm, dann esse ich so. Na komm. Mal gucken, wie oft ich das futtern darf. Ah, es geht noch. Hab's auch ein bisschen noch an Leben dazu. Jetzt bringe ich mir gar nichts mehr, okay. Ich frage mich, was passiert, wenn man die Gießkanne upgraden kann. Ja, dann kannst du hoffentlich mehrere auf einmal gießen. So, ich habe ja ganz vergessen, unser Tierstall ist ja schon fertig. Ich habe ihn schon ganz vergessen. Jetzt will ich mal gucken, ob man auch was ein neues Gebäude kaufen kann. Bei wie viel Money bist du jetzt? Man kann jetzt den Schmied kaufen und die Bergbauhütte. Okay. Schmied und Bergbauhütte kann man jetzt kaufen. Und Costa Quanta. Der Schmied kostet 7.000. Die Bergbauhütte kostet 6.000. Und für den Schmied brauchen wir 2,5. Ach du Gott, ist ja nichts. 2,5 Stacks Steine, glaube ich, gebrannte noch. Okay, aber jetzt muss man erst noch mal ein bisschen Felder machen. Das ist ja gar nichts, was machen. Ja, ich glaube, ich werde auch mal am Store kaufen, um ein bisschen. Wie viele Tage haben wir denn noch? 11. Wieso verkaufst du nichts mehr? Was? Wer? Ich hätte nämlich mittwochs zu. Oh nö. Ja, ich hätte mittwochs zu. Ach Mann. Wir müssen jeden Tag und die machen frei. Die machen einfach frei, ne? So, ich hab einen ganzen Stack Kartoffeln. Wie viel soll ich davon aufheben? Für Essen? Also, die brauchst du gar nicht aufzuheben, weil. Man kriegt ja nichts. So, das wollte ich probieren, ob man sie verkaufen kann. Das wäre echt nice. Schade, kann man leider nicht verkaufen. Oh. Ein gemischter Salat. Rübe, Karotte, Kartoffel. Okay, mit Kartoffeln kann man echt nicht viel machen.
Das ist es ja, das ist Dann so hebe ich mal schwierig. einfach 16 Stück auf. Und den Rest verticke ich, ja? Den Rest verticke ich. Es ist echt total schwer zu überlegen, was, wie. Ja. Das ist echt hart. Ich frage mich, ob es hier unten drunter vielleicht irgendwie noch einen Geheimraum gibt. Weiß ich nicht. Turm. Ich habe keine Ahnung, wir müssen sowieso mal hier an dieser Hütte dran bauen. Ja, und noch Steine und sowas besorgen. Haben wir hier schon einen Eingang unten. Irgendwo? So, ach, da. Achso, ich habe gar keine Fackel. Stimmt, da wollten wir die Kiste eigentlich reinschmeißen. Wir wollten noch einen Keller machen halt. Gut, ach ja, irgendwie werden wir... Ich würde sowieso sagen, dass wir hier unser Haus dran bauen, oder? Also genau hier so dran. Dass man hier den, ja, das Kram, den Kram hier quasi wegbuddelt. Mhm. Und unser Haus dann hier dran. Ja. Ne? Und nur gucken, wie wir das machen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie kriegen wir es überhaupt hin? So. Wer hat mir das Essen auch? Ah ja, ich wollte ja mal gucken, ob man vielleicht Rottenfleisch zu Dings umändern kann. Zu Leder. Vielleicht können wir es ja brennen und kriegen Leder. Fleisch. Keine Ahnung. Voilà. Ich auch nicht. Hm, man könnte einen blutigen Block machen, ja. Oh, das war es aber auch schon. Und das? Aha. Ja, wenn du den Industrial Squeezer hast, dann kriegst du Leder raus aus dem Block. Ja, nee. Aber das, bis wir da sind, das dauert viel bisschen, zu lange. Ja. Und auch bei Botania. Das dauert ja auch. So. Also, den haben wir wohl nix. Dann haben wir demnach, nix. Ne? So, dann ist mal Reisbällchen. Lecker. Aber wir haben keine Saat mehr, gar nichts. Das ist. Naja, wir können sowieso nicht alles gießen, weil wir ja keinen. Kein Essen haben. Ich wollte doch noch. Naja, wir können ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja. Ich mal gucken, wie das Palmholz aussieht. Vielleicht kann man das nehmen für die Wege. Aha. Es hat nicht so viel. Nicht arg viel. Ich schnapp mir jetzt mal das Boot und fahre auch mal noch eine Runde, oder? Darf ich das wenigstens tun? Ja. Ich weiß nur nicht, ob es Gießen halt komplett hinkriegt. So. Jetzt schon. Und doch lieber. Muss ja deine Leute auch mal was zeigen. Doch lieber noch ein bisschen warten. Nee, du kannst ruhig. Gleich schlafen und dann kann man es. Kann man eigentlich machen, denke ich, mit dem Palmenholz. Mhm. Das heißt. Hoffen, dass man nachher auch wieder Setzlinge rauskriegt. Das zu essen sollte ich auch noch mitnehmen. Ich nehme mal so ein paar Äpfel mit. Kannst du dich ja, dann ins Bett schmeißen? Kann ich gleich tun. Jetzt schon? Du kannst auch noch warten. Sagt ja gleich mit sofort. $100. So. Melone, Keks. Vielleicht traust du dich auch auf die Schiffe drauf. Aber wir haben etliche Piratenschiffe hier in der Ecke.
Das habe ich schon mal festgestellt, zumindest. Sieht doch ganz nett aus, doch. Mini. Gibt's Mini Charcoal oder sonst was? So, 19:30 Uhr. Ja. Ich weiß nicht, ab wie viel Uhr die Monster rauskommen. Auch keine Ahnung, wenn es dunkel wird. Aber wenn es dunkel wird, das ist eine tolle Angabe. Ja, das ist Angabe. Auch die richtige Antwort. Ja, was aber. Mit sowas muss ich mich rumschlagen, echt. Einmal mit Profis. Tja. So. Der Satz von also, jedem, glaube ich. Waren wir eigentlich schon bei den Kühen, bei der Tierfarm gucken? Ich Animal nicht. Ranch Open. Jetzt geh du doch erstmal deinen Lauf. Ich mach doch 10 Uhr morgens auf. Ich bin sehr froh, dass du mich hierher eingeladen hast. Ich bin übrigens Jim. Ich betreibe die Tierfarm. Als Dankeschön habe ich hier eine Kuh für dich. Weißt du denn, wie man sich um Kühe kümmert? Erklär's mir doch. Du hast keine Ahnung? Schätze, dann sollte ich es dir besser beibringen. Die Grundlagen sind recht einfach. Diese größeren Tiere brauchen ebenfalls Liebe und Futter, aber du musst sie auch sauber halten, damit sie gesund bleiben. Sie fressen gern viel Futter, das du ihnen in einem Trog servieren oder per Hand verfüttern kannst. Bei Handfütterung gibt es auch einen kleinen Bonus bei ihrer Zuneigung zu dir. Um deinen Kühen deine Zuneigung zu zeigen, musst du einfach mit ihnen reden, indem du rechtsklick gedrückt hältst, bis sie dir ebenfalls ihre Zuneigung zurückzeigen. Auf die gleiche Weise kannst du sie sauber bürsten, wenn du eine Bürste in der Hand hältst. So, und jetzt probier das alles aus, füttere die Kuh, rede mit ihr und bürste sie sauber. Ach du meine Güte. Bisschen übertrieben? Ach, guck dir die Kuh mal an. Moment, ich bin am Gäse. Keine da. Jetzt ist bei mir. Oh, du bist da. Guck dir die Kuh mal an. Oh. Oh Gott, was ist das für eine Emma? Guck dir die Kuh an. Ich bräuchte einen Zaun. Ah, ja. Wetten, dass man eine Kuh geschenkt kriegt. Müsste ich mal auch nochmal hingehen? Stimmt, da schickst du auch nochmal eine. Oh, Zaun. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie der scheiß Zaun wieder geht hier. 4 Stöckchen und 2 Planken, glaube ich. Ich meine, es ist umgekehrt. Ja, aber das ist ein Gate. Ah. Genau. Wo sollen die Kuh eigentlich hin? Ja, in dem nicht vorhandenen Kuhstall. Wir haben eine Kuh. Hier, stell die erstmal dahin. Hier hin. Ja gut, die können ja immer noch umziehen, ne? So, komm her mit der Kuh. Ich muss auch irgendwie... Ich dachte, du machst einen ganzen Zaun. Ganzes Gehege. Oh, hängen sie doch da jetzt einfach mal dran und gut ist. Ich muss gießen, ich muss gucken, dass ich dabei so verhungere. So, wo kann ich jetzt diese Bürste kaufen? Kann ich auch bei dir kaufen? Huch, wo bist du denn? Candice, was machst du denn hier? Hallo. Spaß haben. Ich habe einen kleinen Laden mit Tieren. Willst du eins kaufen? Was denn? Der Pet Shop, okay. Der Inventory Pets, oh mein Gott, die sind teuer, 10.000, das kann man sich so nicht leisten. Ein Osterei.